Recht herzlich willkommen zurück hier zu Pokémon Leuchtende Perle oder Pokémon LP, LP Pokémon LP, wie ich schon des Öfteren gesagt habe. Und wir befinden uns hier auf der Route nach Schleiede. Ihr seht es vielleicht schon, beziehungsweise ihr merkt es an der Ausrichtung der Kamera. Ja, ich bin wieder auf dem Tablet unterwegs und ich hoffe jetzt einfach, dass wir jetzt nochmal so 6 Parts Spaß haben heute Abend, beziehungsweise ihr seht die Videos erst 2022. Ich nehme am 12.12.2021 auf und ich finde das Bild bisher ziemlich gut. Wird gut ausgefüllt, ist halt nur ein bisschen, sagen wir mal, schief. Kann man das so sagen? So, und ihr seht, da hängt wieder mein Partner herum. Also ich habe genügend, ich glaube, ich habe das schon zu Genüge kommentiert. Ich finde es einfach nur blöd, wie das Ganze hier umgesetzt worden ist mit dem Begleiter-Pokémon. Das hätte man besser machen können und so geht es also in den nächsten Kampf. Ich sollte vielleicht mal fokussieren. So. Und das ist immer ganz wichtig, weil es kann ja sein, dass die Kamera ab und zu mal Autofokus reinmacht. Das möchte ich nicht, deswegen habe ich das eingestellt. Es regnet. Ich habe hier nebenbei übrigens so eine kleine, also wieder mal mein Flutlicht an, damit der Lichteinfluss nicht allzu furchtbar ist. Und ich glaube, das ist gar keine so gute Attacke hier. Ja, das war gar keine gute Attacke. Das geht alles besser. Ich muss auch dieses Mal wirklich darauf achten, dass ich meine Parts so auf 14 Minuten begrenze. Und ich möchte pünktlich zur Sportschau rüberkommen, wenn es dann um die Bundesliga-Abendspiele geht am Sonntag. Und dann geht es morgen für mich wieder zur Arbeit. Jawohl, und da freue ich mich schon drauf. Aber das dürfte eigentlich soweit alles passen. Nehme ich doch mal ganz stark an. Jetzt entwickelt sich Sam. Das ist sehr gut. Das heißt, ich kann bei der nächsten Aufnahmesession den Tausch vollführen, damit dann quasi daraus noch Gengar wird. Ich habe gar nicht gemerkt, dass es ein Level-Up bekommen hat. Aber gut, besser jetzt als nie. Und es gibt auch einen entsprechenden Pokédex-Eintrag, der uns nicht sonderlich viel sagt. So, Finsterfaust, das klingt doch mal ganz schön. Aber jetzt hat das Ding auch Hände. So, eine Geistattacke, die allerdings gegen alle anderen Attacken eher abstinkt. Also dementsprechend werden wir sie nicht. Verurteilt mich dafür! So, jetzt ist es irgendwie ein bisschen dunkler geworden. Was ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen kann, weil... Aber es war doch vorher schon dunkel. Nun ja. Da lässt sich nun mal recht wenig machen. Und du willst da auch nicht kämpfen. Das ist sehr ärgerlich. Ich hatte eigentlich damit gehofft, hier noch ein paar Erfahrungspunkte zu bekommen. Aber es sieht danach eher nicht so aus. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. So, das sieht doch schon ziemlich nach Ausgang aus. Ich habe es euch ja gesagt, Leute, wir kommen in diesen Part nach Ding. In diese nächste Stadt da, die namens Schleiede. Genau, Schleiede. Und da werden wir uns auch schön um den nächsten Orden kümmern. Weil im Simultanerlebnis habe ich tatsächlich so gemacht, dass ich erstmal die ganzen Trainer gemacht habe auf den folgenden Routen. Aber ich glaube, mit dem Repertoire an Pokémon, die wir jetzt schon zusammengesammelt haben in unserem Team, sollte das machbar sein. Ich meine, ich kann mich auch irren. Das wäre nicht das allererste Mal, dass ich mich irre. Aber ich bin optimistisch. Aber ich fürchte, leider Gottes wird es auch diesmal nur wieder für 5 Parts reichen. Wenn ich mir jetzt so die Zeit nach vorne rechne, das wird nichts mit den geplanten 6 Folgen. Hätte ich vielleicht noch eine Viertelstunde früher beginnen sollen. Naja.
Ja gut, es hat jetzt unfassbar erwartungsgemäß viel abgezogen. Oder nicht erwartungsgemäß, sondern es hat erstaunlicherweise viel abgezogen. Also ich finde, ein Sechstel oder ne, ein Fünftel der KP ist schon ordentlich. Ja, hat das Ding überhaupt eine Wasserattacke? Also unser Garados. Jetzt wird erst einmal hier Charmian erledigt. Ja, und beim Rest sieht es gar nicht mal so dolle aus. Müssen wir mal schauen. Das kann doch nicht sein, dass das Ding keine Wasserattacke hat. Vielleicht habe ich einfach nicht darauf geachtet, weil ich mich so sehr auf Charmian konzentriert habe. Ja gut, Kadabra kann man eigentlich auch mal so mit Biss erledigen. Ja gut, wir haben eine Wasserattacke, aber Kaskade ist nun mal nicht mehr voll. Ja, so einfach ist die Rechnung. Da bleibt uns meist nichts anderes übrig, als das zu tun, was wir gerade tun. So, was machen wir da jetzt am besten? Am besten Tackle. Alles andere, es macht keinen Sinn. Stattdessen, nee, das tun wir natürlich nicht rein hier. Stattdessen, Geist ist nie so toll. An sich könnten wir echt noch eine Flugattacke gebrauchen. Und dabei haben wir doch zwei Flug-Pokémon, Mensch. An sich. Nur so sein, nicht wirklich fliegen kann. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Warum Garados vom Typ fliegen? Wäre Drache da nicht sinnvoller gewesen? Ach, was weiß denn ich? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich gar nichts weiß. So, dann machen wir eben mal geschwind Spukball. Okay, der Tausch war. Oder die Auswechslung war unnötig. So, aber es geht natürlich noch weiter. Okay, jetzt kommt der Garados. Der macht uns gleich zwei Teammitglieder nach. Ey, das geht gar nicht. Geht gar nicht fit. Was erlauben Trainer? Was erlauben dieser Trainer? Send him off. Aber echt du. So, das gibt Level 29 für Garados und auch für Simon. Also für unser Knochspiel, das sich leider immer noch nicht weiterentwickeln kann, weil es nicht heller Tag ist, sondern dunkle Nacht. Ja. Damit muss ich nun mal leben. Damit muss ich mich arrangieren. So, was weißt du? Ach, Pokémon haben mir den Weg versperrt. Ja, das brauchen wir nicht mehr. So. Schleiede. Ja, da geht's noch nicht lang. Erst einmal sollen wir zu die Arena machen. Und das mache ich gerne, weil das passt halt gerade. So, was weißt du? Na Lukas, kämpfst du dich weiter durch die verschiedenen Pokémon-Arenen? Du wirst echt von Mal zu Mal stärker, oder kommt mir das nur so vor? Hm, was ich hier mache? Oh, ich war einkaufen im Kaufhaus und ich meine, ich arbeite natürlich an meinem Pokédex, aber naja, man sieht sich später.
Ja. Verschwendet unsere Zeit nicht, das gefällt mir soweit. Gut, sie hat schon irgendwie unsere Zeit dadurch verschwendet, dass sie mit uns reden wollte. So, das Arena-Rätsel. Man muss ja quasi ein bisschen sich den Weg freischieben. Vorsicht, welches Pokémon wäre hier am besten geeignet? Wir haben eigentlich gar nichts, was so wirklich gegen Kampf hilft. Wir haben nur ein Pokémon, das nicht anfällig ist auf Kampfattacken. Also daher nehmen wir einfach mal das hier. Ach du, nicht ganz nach unten, Mensch. Beweg dich ganz nach oben. So. So, dann bin ich mal gespannt, was ihr hier machen wollt, hier gegen unseren Geist. Ja, das ist von der Architektur her schon so ein bisschen eine Anspielung auf das nächste Pokémon-Spiel, das ansteht, nämlich Legenden Arceus. Ja, das wird auch ziemlich interessant werden. Okay, Felsgrab, no good, ich meine, not bad, but take this. Ja, ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Arena für ihn, oder für sie. Ich finde, sie versteht es immer noch nicht, wie kann das bitteschön vom Typ, ein Pokémon vom Typ Geist bitteschön weiblich oder männlich sein? Ich verstehe es nicht. Okay, Medite, da haben wir natürlich, den Vorteil, dass das Ding auch vom Typ Psycho ist. Das haben wir es auch gerade angezeigt. Ach, Scanner. Warum ist Scanner eigentlich eine Attacke, mit der man Sachen abwehren? Warum kann man mit Scanner eigentlich Sachen abwehren? Ich verstehe es nicht. Oh Gott, das Willen, ey. So kommen wir doch hier nicht voran. Na, warte ab, bis ich mal dran komme. Endlich. Anders macht das auch keinen Sinn. Es macht doch gar keinen Sinn, du. So. Also, die erste Aufgabe gut bestanden. Was anderes habe ich aber auch nicht erwartet. So, nächster Trainer. Bitte schön. Ich glaube, wir werden kaum dazu kommen, das Rätsel zu machen. Erstmal müssen hier die ganzen Leute hier leiden. Okay, das wird definitiv unser letzter Trainer jetzt werden. Weil das setzt ja schon drei Pokémon ein. Das ist schon mal ein Pensum. Das gefährlich ist für meine festgesetzte 14 Punkte Marke, 14 Dingenskirchen Marke. Die einzige Limitierung, die wir wirklich haben, ist, wir haben Bürde nur noch 5 Mal. Und das ist nicht gut. Ich glaube, das sollten wir doch nochmal wechseln. So sehr ich es auch Alpollo vergönne hier. Ja, entschuldigt, dass ich die Pokémon nicht beim Spitznamen nenne. So sehr ich Alpollo die Erfahrung vergönne. Aber wir können nicht jedes Mal neu die Arena verlassen. Vielleicht machen wir es mal vor dem Arena-Leiterkampf. Oder es ist ja eine Arena-Leiterin. Muss man ja dazu sagen. So. Um einen Maschok zu erledigen, reicht's noch. Okay, das Verteidigung ist nicht gut, aber ich meine, es ist ja eh eine Spezialattacke. Also dementsprechend ist es uns scheißegal. So, das gibt immerhin Level 27. Also, aber jetzt müssen wir definitiv wechseln. Ja gut, ich meine, Robin ist ja eine gute Alternative. Ja, also im Prinzip sagt man, man kann ja so mit Psycho-Pokémon gut durch so eine Kampfarena durchkommen. Ich finde, mit Geist-Pokémon geht es auch. Allein nicht dadurch, dass sie halt nicht anfällig sind für solche Attacken. Die halt die meisten Kampf-Pokémon abgeben. Das heißt quasi, ich würde eurem Kampf-Pokémon eigentlich immer... Also solltet ihr ein Kampf-Pokémon trainieren, würde ich euch immer empfehlen, noch so eine Gesteinsattacke mit reinzunehmen, damit ihr gegen die Geister nicht vollkommen chancenlos seid. Das ist meine Handlungsempfehlung. Ich hoffe, die Trainer in dieser Arena hören es auch, weil wir hatten ja schon mal den Fall, dass einmal eine Gesteinsattacke eingesetzt worden ist. Mit Steinwurf oder was auch immer. Was auch immer, das war Felsgrab, glaube ich. So Leute, das war jetzt zu viel des Guten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, haltet die Ohren steif und denkt daran, Freundschaft ist...